Einen wunderschönen guten Tag zurück bei Assassin's Creed Odyssey und hallo auf Mykonos. Ja, schön, dass ich hier bin. Sehr lecker, muss ich sagen. Sehr lecker. Ich habe die Tage beim Griechen Mykonos bestellt und es war in der Tat wirklich sehr schmackhaft. Mal gucken, ob wir hier auf diesem Mykonos auch etwas Schmackhaftes finden. Ich hab mich an einem Kaktus gepiekst. Wie unangenehm. So, was ist denn da vorne? Das ist wieder irgendein Lager mit irgendwelchen Leuten, bei denen ich bestimmt vorsichtig sein muss. Ich muss mich verstecken. Mach ich gerade. Zwei Schätze und ein... Die sind so ekelhaft, die Griechen. Ganz ehrlich, was ist nur mit denen? Dass sie immer überall irgendwelche toten Leute stapeln müssen. Ich finde das nicht in Ordnung. Schwach besetzt, wenn da nur einer steht. Wo ist denn der Rest von euch? Da ist ein Schatz. Da ist auch niemand. Ey, du kannst doch nicht der Einzige sein, der hier auf und ab läuft. Das kannst du nicht. Ach, da ist noch einer. So normal, aber wo da ist. Na, wieso markiert er denn nicht dauerhaft? Egal, aber das ist Monsieur. Du bist jetzt da drüben. Warum bist du da hoch? Was soll denn das? Das ist ja völlig dumm. Der ist jetzt ganz da runtergelaufen. So, aber wo ist Babo hin? Der ist irgendwo unter mich gelaufen und dann weiß ich nicht, wo er hin ist. Mein Handy brummt wieder vor sich hin, weil wieder irgendwelche Gruppen da gerade diskussionstechnisch am Eskalieren sind. Und dann brummt das Handy genau in dem Moment, wo ich hier die Leiter runterfall. Da hab ich voll erschreckt, der Scheiß jetzt. Du hast gar nichts gesehen und du kannst es nicht verstehen. Du weißt gar nicht, was ist hier geschehen. Du hast gar nichts gesehen und du kannst es nicht verstehen. Du weißt nicht, was hast du gesehen. For real. Wo bist du hin? Versuch doch, mich zu schlagen. Willst du weg? Hä? Wieso sehen die mich, wenn ich da... Hä? Ich bin hinter der Wand. Wieso sehen die mich da? Völliger Blödsinn. Die können mich da überhaupt nicht sehen. Das macht überhaupt keinen Sinn, was du da erzählst. Genauso wenig hat es Sinn gemacht, dass sie mich da hinter der Wand sehen konnten. Völlig unlogisch gewesen, dass die mich da sehen.
war safe hier. Das kann ich den ganzen Tag. Hab sie! Komm wieder runter! Er steht direkt über dir. Sü. So, Schluss jetzt mit dem Quatsch hier. Einmal, Schatz. Wo ist zweimal, Schatz? Zweimal, Schatz? Schätzelein, Schätzchen. Nass. Igitt. Jetzt habe ich Wasser im Schuh. Verdammt. Vielleicht hier oben drin. Nö. Da ist nix. Da ist nur Brennbares. Ich hätte in der Tat mehr Effekte erwartet. Nehmen wir den so lang. So. Wir sind schon Level 28. Ich muss gerade mal auf der Karte gucken, wie so die Gebiete hier alle sind. 36, 37, ne? Weil wir in der Zwischenphase dachten, oh, das dauert noch so lange, bis wir da zu dem Level kommen. Wir bis 39. 42, 48, 50. Hier hinten ist so eine Ecke, die ist brudel. Aber ansonsten eigentlich alles sehr harmlos. Ist hier was? Nö. Gut, dann spaziere ich hier mal nur durch. Wenn es recht ist, wenn es den niemanden stören würde, hallo, würde ich hier mal vorbeilaufen. Das muss eines der Lager sein. Ja. Finde die Rebellenverstecke. Genau, paradiesische Probleme hatten wir ja hier, deswegen. Oh, da ist eins und hier ist eins und dort ist eins. Beide Verstecke sind auf Mykonos und beide haben wir jetzt gefunden. Also eigentlich haben wir eben mit dem Vögelchen nur das eine gefunden, aber das andere haben wir jetzt automatisch auch. Das ist so. Es muss so. Und was machen wir mit denen? Mit diesen Verstecken? Athena töten. Oh, gleich auch noch so viele. Hm.
Da hat er mir aus dem Weg geschlagen, der Dreckigen. Das war ein perfekter Schuss und er schießt ihn mir aus der Schussbahn. Au. Hab ich eigentlich wenig Bock drauf. Ja, da kommt das Blut in Wallung. Ich sollte mit dem Spartaner reden. Ich hol mir noch meine Belohnung ab. Entschuldigung. Quatsch. Gedöns. Gedöns und Quatsch. Und nichts Wichtiges. Haben Sie hier noch irgendwas? Entschuldigung, ich hol mir nur meine Belohnung ab. Irgendein Brief, den lese ich jetzt nicht. Ist mir zu anstrengend. Okay. Na gut, dann reden wir mit dem Kollegen mal kurz. Was haben Sie denn für ein Problem, sagen Sie mal. Du kämpfst gut. Ja, das weiß ich, danke. Spartiaten? Früher mal. Das war ich. Aber das ist lange her. Einmal Sparta, immer Sparta, Fremde. Wie heißt du? Kassandra. Ah, Kyra sprach von dir. Man nennt mich Thaletas. Ich war der Polemarch der Spartaner hier. War? Unser Schiff sank. Die Feldherren sind tot. Es sind nur wenige von uns übrig. Soldaten sterben, das ist ihr Beruf. Ich kämpfe gern mit, doch zuerst muss ich Kyra finden. Was willst du von ihr? Ich erhielt eine Nachricht. Ihre Rebellion droht zu scheitern. Sie ist gerissen. Sparta erhielt dieselbe Nachricht. Ich helfe Kyra, die Inseln zurückzuerobern. Aber vergiss nicht, wer dir half, diesen Strand zurückzuerobern. Ich war's. War ganz allein meine Idee. Du gefällst mir. Ich weiß, ich bin sexy, nicht wahr? Das ist eine unterirdische Höhle südwestlich von hier. Wir treffen uns dort. Hab Dank, komischer Mann. Und entschuldigt. Sollte ich eines Tages euch in den Rücken fallen, wollte ich gerade sagen. Ja, das, ja, es kann schneller passieren, als man denkt. Hoppla. Entschuldigung. Schalalalalalala. Schalalalalala. Was ist denn los mit dir, Baby? Du bist ja plötzlich einfach tot. Ja, gut. Alles klar. Ist genehmigt. Bis zum Tod. Erstmal ein bisschen so und dann in die Fresse. Und noch ein bisschen so. Und dann ist er halt schon weg. So, und dann hat er halt auch jetzt nicht mehr viel zu sagen. Armes Wölfchen. Macht mir doch nicht. Harmlose Tiere töten. Jetzt ist ein Kopfgeldjäger angepisst, weil ich Soldaten auf offener Straße umgenietet habe. Meine Güte, die stellen sich aber auch immer was an. Oh. Ein unterirdisches Lager. Mit einem Estragon-Rätsel. Scheint ein guter Ort für ein Versteck zu sein. Das ist auch ein gutes Versteck für einen Ort.
suche nach einer Frau namens Kyra. Ich habe ein Hilfegesuch von euch erhalten. Daneben. Willst du spionieren, Athenerin? Vielleicht bist du auch Athena persönlich. In einer schmutzigen Verkleidung. Du bist schmutzig. Ja, ich bin eine Göttin. Hältst du es für klug, erst Messer zu werfen und dann Fragen zu stellen? Rodarkis und seine Männer haben uns gnadenlos gejagt und brutal ermordet. Na, oh, Rückblende. Geil. Seine Spione sind überall. Er ist ein bisschen hässlich. Er wird nicht ruhen, bis alle seine Gegner tot sind. Oder er selbst. Wir sind alles, was vom Widerstand übrig ist. Das ist die erste Nacht, in der wir nicht um unser Überleben kämpfen. Und es könnte die letzte sein. Und plötzlich hörst du hier auf. Ja. Deswegen bin ich hier. Das ist dein Zeichen, oder? Du bist die Söldnerin mit dem Adler des Zeus. Ja. Bitte verzeih mir. Es sind gefährliche Zeiten für alle, die Krieg gegen das Athener-Imperium und den Delisch-Attischen Seebund führen. Ja. Ich bin Kyra. Dachte ich mir. Ich kam, um euch gegen einen Mann zu helfen, nicht um Krieg zu führen. Deshalb hat sich unsere Rebellion nicht nur an die mächtige Kassandra gewandt, sondern auch an Sparta. Sagte da jemand Sparta? Ach, du lebst! Aha, da geht was. Und deine Männer? Die leben auch noch. Dank dir. Ihr kennt euch. Gut. Jetzt, da wir alle Freunde sind, fehlt nur noch ein Plan. Ich könnte ja einen aufmalen. Wie lange, bis Podarkis uns findet? Wir sind direkt vor seiner Nase. Er trägt seine Nase so hoch, er würde die Statue der Artemis Akrotera nicht finden, wenn er auf ihr stehen würde. Wir wissen, wo er lebt. Ich sage, wir treten die Tür ein und rammen ihm unsere Speere ins Gesicht. Das ist ein lausiger Plan. Die spartanische Phalanx ist im Kampf an Land unüberwindbar. Nicht, wenn ihr nur 12 Mann seid. Du denkst mit deinem Herzen. Das mag ich so an dir. Aber du bist jetzt der Befehlshaber dieser Männer. Du musst mit dem Kopf denken. Ihr versteckt euch nur in Höhlen und lauert im Schatten. Wir kamen nicht, um uns zu verstecken. Wir sind hier, um zu kämpfen. Und das werden wir. Doch wir sind in der Unterzahl. Wir müssen strategisch vorgehen. Kassandra, was glaubst du, was wir tun sollten? Ich gehe hin und bringe alle um. Ich weiß nicht. Kyra hat recht. Ein offener Angriff wäre Selbstmord. Hierher zu kommen war Selbstmord. Meine Männer sind am Strand. Und dort gehe ich auch hin. Thaletas, geh nicht! Komm zu mir, wenn du beschließt, diese Rebellion tatsächlich gewinnen zu wollen. Oh, Spartaner. Lass gut sein. Er beruhigt sich, sobald er sich abreagiert hat. Aber ich bin froh, dass du mir zustimmst, Kassandra. Triff mich am Tempel der Artemis. Dort können wir besprechen, wie wir gegen Podarkis vorgehen. Oh, das wird eine lange Rebellion werden. Ja. A long, long rebellion, I can still remember. Wer bist du? Wer bist du? Was machst du hier? Wo geht es hier noch hin? Hallo, Dicker. Was läuft? Was geht?
Aha, so, so. Sehr interessant. Das ist genau das Richtige für mich, denn ich bin die Interessantra. Hahaha. So nämlich. Hoppla. Ich habe... Ach, das... Ach ja, das... Rätsel. Stimmt, das hat ja noch gefehlt. Stimmt. Na, ist ja gut, dass ich nochmal hier hingelaufen bin. Ich jetzt fast schon vergessen. Ne? So, sollen wir mal hier wieder raus. Auch wenn hier oben... Hi. Kopfgeldjäger so ein bisschen nervös auf und ab läuft und meint, oh, er hat mich gefunden. Der kommt jetzt hierher und zündet alles. Wieso ist er in die Höhle gekommen? Das ist ja nicht in Ordnung. Hier, macht mal was. Ihr seid doch Kumpels von mir, oder? Kümmert euch mal um den Wahnsinnigen. Ja, da einfach jetzt anfängt, alles anzufackeln. Hi. Ja, tötet ihn. Ach, das ist der Wolf, der zu ihm gehört. Ah ja, okay. Ah ja, jetzt, ihr macht das, ne? Danke. Nein, ich wollte mich eigentlich nicht mit dir treffen. Das war genau der Punkt. Das war genau das, was du nicht verstanden hast, dass ich mich eben nicht mit dir treffen wollte. Sag mal, Leute, jetzt wo wir Brüder und Kumpels sind, wo war nochmal der Ausgang? Ist das hier der Ausgang? Nee. Hattest du schon mal eine Waffe in der Hand? Ja, ja, ja. Ah, das sieht spannend aus. Hier war ich noch nicht. Ja, ja, du hast mich. Ich bin selbst ein Gott. Vielleicht hast du es noch nicht bemerkt, aber wir hatten eben das Thema mit der Göttlichkeit meiner selbst. Meine ja nur so. Ich kämpfe überhaupt nicht gerade. Weiß nicht, was der von mir will. Boah, das war schick hier. Oh. Ich muss eigentlich mal die Folge beenden, aber ich werde gerade wieder genervt. Von irgendeinem Typen, der was von mir will. Ich habe keine Ahnung, was ich will. Was ist mit dem? Ich bin überhaupt nichts getan. Ja, ich habe auf offener Straße Soldaten umgebracht, aber die haben auch einen Hund getötet. Also du als Hundebesitzer solltest da Verständnis haben, dass ich das nicht in Ordnung finde. Bin ich dann hier rausgekommen, ist ja schick. Sehr schön. Wirklich sehr schön. Das ist doch ein schöner Ort. Um mal zu sagen, gut ist jetzt für heute. Wir haben jetzt Kyra kennengelernt. Die macht sich schwer Sorgen. Wir kümmern uns um sie. Sie wird sich äußerst dankbar zeigen. Und wir werden es genießen. So machen wir das. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen, fürs Abonnieren, fürs Kommentieren, für alles. Bis dann, Bescheid. Bis morgen.